So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt ja ein paar Tage keine Videos gemacht und wie ihr hier seht, sind wir wieder am 800 Liter Aquarium bei den neuen Skalaren. Hier sind 5 der Tiere, das 6. mit dem geschwollenen Auge wurde leider apathisch, schwamm nur noch in einer Ecke rum und war dann von einem auf den anderen Tag komplett verschwunden. Ich habe es auch so nicht mehr wiedergefunden. Deshalb habe ich das Tier sozusagen leider verloren. Die 5 sind noch da und sind auch meines Erachtens schon echt gut gewachsen. Mittlerweile, ja. Von der Färbung natürlich auch echt schön. Und wie ihr seht, sind die Pflanzen auch wieder extrem gewachsen. Gerade die Rotala, die muss ich wieder kürzen und wieder unten einsetzen, hier komplett. Dann werde ich auch einen Teil von ihr hier unten auf dem Boden verteilen. Und hier unten die Cryptocurrine ist auch wieder ohne Ende ausgeschlagen. Ich bin gerade am Wasserwechsel hier vorne machen und letzte Woche habe ich einen gemacht, davor die Woche, und jetzt noch mal ein bisschen Schimmel, wird aber langsam weniger und dadurch sollte es auch bald weg sein. Und auch von der Seite hier sind die Pflanzen wieder gewuchert. Ich habe ja die weil es Nerien komplett weggenommen bis hinten in die Ecke. Und die sind schon wieder hier vorne neue Triebe und hier zwischen. Und auch die Rotalas werde ich hier auch wieder komplett rausnehmen. Ja, hier oben ist ein bisschen Trübung an der Scheibe. Die muss ich gleich mal eben mit dem Magneten sauber machen. Da muss ich aber echt vorsichtig sein, weil die Skalare sind da sehr empfindlich, was das angeht. Ja, empfindlich nicht, aber schreckhaft. Mittlerweile geht es schon besser, ich hatte ihn immer nur langsam bewegt. Das Problem ist, wenn der so ruckelt, finde ich das nicht so schön. Und erschrecken sich dann schwimmen sie hinter irgendwo gegen und hauen sich auch noch ein Auge an. Aber eigentlich bin ich sehr zufrieden, habe jetzt einen pH-Wert von 6,9 hier drin und würde gerne noch ein bisschen runtergehen. Das wird auch die nächste Zeit so passieren, aber dadurch, dass die eine automatische Steuerung hier drin habe und manchmal will sie irgendwie nicht so ganz runtergehen. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel Licht im Aquarium ist. Nachts ist natürlich auch immer schwierig, dass nicht zu viel CO2 reinkommt, damit man eben keine Erstickungsgefahr für die Fische hat. Aber 6,9 ist ja auch schon mal ein Anfang. Obwohl wir bei denen ruhig bis 5,8 runtergehen könnten. Wobei das mit dem Wasser hier auch eigentlich kein Problem ist. Es ist ja sehr weiches Wasser. Und ja, mal gucken. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit den Fischen. Sind super gefärbt. Mittlerweile super zutraulich. Man kann sie super mit der Hand füttern. Kommen auch direkt alle an. Bin hier oben. Und ja, ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie sie sich entwickeln. Ich muss jetzt mal groß hier ein bisschen gärtnern, alles rausschneiden nochmal. Ich werde auch hier vorne die Cryptocurrine noch komplett wegnehmen, dann ist das gar kein Problem. Dann haben wir hier noch mehr Schwimmraum und vor allem hier oben in der Mitte, wenn das Aquarium gleich wieder voll ist, läuft hier gerade Wasser raus und dann sollte das gar kein Problem sein. Natürlich zeige ich euch nach langem jetzt auch mal die anderen beiden Aquarien, die nicht weit entfernt stehen, 180 Liter und 30 Liter Cube. Hier habe ich gerade die Sagittaria herausgerissen, habe hier einen Großteil auch hinten reingesetzt. Und was natürlich absolut gewaltig ist, warum auch kein Licht mehr bis auf den Grund runterkommt, ist, dass die Anubia einfach wirklich gigantisch geworden ist. Die Blätter sind riesig, richtig schön wachsig, also richtig sauber, ohne irgendwelche Algen oder sonst was. Hinten sind natürlich ein bisschen heiß geworden von der Lampe. Die muss ich auf jeden Fall kürzen, das tut mir auch immer leid, aber die muss definitiv runter. Das hier ist ja leider auch die Knollenpflanze kaputt gegangen und ja. Hier an dem Aquarium ist noch leider was passiert. Wir hatten ja hier die Pandurus drin, das Männchen ist noch da. Das Weibchen ist kurz nach dem Männchen von den Mosaikfadenfischen gestorben. Und das war, was ich dann nachher jetzt festgestellt habe, war ja relativ kurz nacheinander. Und die wurden beide relativ komisch, nachdem wir ja hier im Juni, Mai das Hochwasser hatten.
Danach war wochenlang das Wasser immer schlecht, sage ich mal. Es roch sehr stark nach Chlor, weil dagegen gekämpft wurde, dass halt irgendwelche Bakterien dort drin sind. Ja, und ich habe das Gefühl, dass es daran lag. Und bin natürlich jetzt leider schade, etwas traurig, dass das Weibchen nicht mehr da ist, weil ich hatte eigentlich auch die Hoffnung, dass sie jetzt langsam anfangen, gegenseitig sich zu paaren und Eier zu legen, aber das hatte sich leider ja damit komplett erledigt. Ja, hier das Moos werde ich gleich noch rauszupfen, die Pflanze werde ich jetzt komplett kürzen und werde natürlich auch hier vorne noch ein bisschen warten, bis sie das gesetzt hat und dann werde ich dort noch eben das ganze Gemölm absaugen und noch ein paar Pflanzen rausziehen. Aber wie gesagt, das wollte ich euch mal eben zeigen, wie gewaltig diese Pflanze geworden ist. Eine richtig schöne Pflanze, eigentlich zu schade, um sie einzukürzen. Aber man sieht ja, die Abdeckung habe ich nur gerade hochgestellt, die war, sonst wachsen sie bis oben raus. Auffällig war eben auch, dass ich auch in dem Aquarium extreme Probleme hatte, direkt nachdem wir das Hochwasser hatten. Da waren wir auch lange nicht mehr hier im Aquarium, deshalb ist das auch noch nicht erwähnt worden. Weil mir sind innerhalb von 2 Wochen 2 meiner Kongosalmer-Weibchen und ein Männchen gestorben. Ich habe jetzt nur noch 4 Stück. Ja, der Skalar war auch etwas rote Kiemen zwischendurch. Die haben sich aber wieder erholt. Den werde ich jetzt, denke mal, die Tage nach vorne setzen. Und zu den anderen Skalaren, die haben sich jetzt erstmal eingelebt, sollten sich vertragen, da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Aber ja, wie gesagt, echt schade, dass hier so viele Fische kaputt gegangen sind. Ich glaube, Chlor war auf jeden Fall extrem viel drin. Man hat es schon direkt gerochen, wenn man das aus der Leitung geholt hat, das Wasser. Ich habe zwar Wasseraufbereiter reingekippt, aber ich glaube, es waren noch andere Stoffe mit im Aquarium, die vielleicht mit dazu beigetragen haben. Aber ja, wie gesagt, kann ich jetzt auch leider nichts mehr daran ändern. Deshalb mache ich mir jetzt auch nicht mehr zu viel Gedanken und ja, werde das Aquarium hier hinten, denke ich mal, sowieso demnächst mit euch zusammen neu gestalten. Wie gesagt, letztes Mal habe ich die rausgerissen, die Vallisneria, das ist jetzt 2 Wochen her. Oder 3 Wochen. Und sie ist schon wieder hier. Ja, kann man nichts dran machen. Die wächst halt extrem schnell. Gerade mit CO2 und der Düngung und sind ja auch große Fische im Aquarium. Ja. Gut, das war's dann auch schon von mir. Ich wünsche euch einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst euch nicht ärgern. Und wünsche euch natürlich Gesundheit und ein erfolgreiches Jahr 2022. Und hoffen wir, dass uns der ganze Wahnsinn nächstes Jahr erspart wird, der mit uns betrieben wird. Und ich wünsche euch alles Gute.